Nehmen wir jetzt Den mein nächsten Baby. dran. Dein Baby? Mein Baby. Ah, das Baby. Hallo Baby. Hallo. Na? Hallo. Ja, Na? alles tutti bei Warte dir? mal, habe ich dich eindeutig zu laut? Ja, muss. Wir sind im Finale, also alles gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich hoffe, du bist auch weiterhin Ey. gesund. Ja, auf jeden Fall. Und hast dir nicht wieder irgendwo wehgetan? Nee, zum Glück nicht. Sehr gut. Das freut mich. Ja. Ich hab eine Frage. Also, Gerne. ich habe so eine Spargelsoße so gesagt, und ich wollte fragen, ob die vegan ist. Also, das ist halt so eine, wie nennt man das? So eine ganz normale Soße. Halt mit Spargel. Und ich weiß nicht, ob die so wirklich vegan ist oder nicht. Eine ganz normale Die Soße Soße mit Hollandaise. Spargel. Die Soße Hollandaise ist meist nicht Vegan. vegan, pflanzlich, weil Ich da hab's ja noch meist nicht Ei mit drin gegessen. ist. Ei. Ja, ich Genau, nur esse. natürlich. Was du machen kannst, Und Sahne ist, ist manchmal auch drin. du kannst sie nehmen und dann kannst du einfach nochmal die Zusatz-, also die Inhaltsstoffe durchlesen, ob da irgendwas drin ist. Die tierischen Bestandteile sind ja meistens aufgrund dessen, dass sie so einen Histaminwert haben, auch als Allergene notiert. Heißt also, das sind immer ganz große Buchstaben im Gegensatz zu allen anderen Buchstaben. Und du könntest Ausschau halten nach einem veganen Siegel oder ob da irgendwo drauf steht, für Veganer geeignet. Da stand zum Beispiel auf meinen Weinbergblättern gefüllt mit Reis. Und ansonsten gib's einfach mal in Google ein. Gib den Namen der Firma in Google ein, das Produkt allgemein und dann schreib einfach mal nebendran vegan und dann schau mal. Oder benutzt doch einfach Du mal machst es CodeCheck. selber. Ja, genau. Also ich hätte jetzt gesagt, dann mach sie doch einfach mal selber. Ja, ich will Ihnen nicht sagen, dass er nicht kochen kann, aber vielleicht ist er ein bisschen, also versuch's auch selber gerne, aber ansonsten auch Was? probier ich. Was mit Codecheck, ne? Das wäre doch mal die ideale Chance auszuprobieren, ob es funktioniert. Einfach mal Codecheck nehmen und austesten. Okay, unter Polen viel alles geschafft, oder? Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich Nee. habe ich alles geschafft? Ich wollte die Permissions ändern, die ganzen Berechtigungen nochmal neu bearbeiten. Ich habe den Bot nochmal neu eingeschlittert und dementsprechend glaube ich schon. Ich hoffe es. Ich glaube, jetzt fragen sich die Leute, was ich überhaupt hier mache. Gut aussehen. Deine Katze im Hintergrund beobachtet mich voll manchmal zwischendurch. Ja, Bobby, du bist live. Bobby. Der denkt sich Boba. gerade so: Hey, du kannst mich doch nicht live schicken, Na, du weil ich armes bin doch gar Ding. nicht fertig mit Waschen. Bobby will auch was sagen. Bobby will sagen, werdet alle vegan. Ja, Na, der, das ist nämlich einer, der lebt schon vegan, du? beziehungsweise Genau. ernährt sich pflanzlich. Er Der macht's euch versteht's vor, auch. Leute. Der versteht's auch. Ja, das Prinzip verstanden. Ob er's versteht. Er hat das Prinzip verstanden, dass du die Vorherrschaft hast. Ja, genau. Und dass du Und sein Tütenöffner bist. bin sein Tütenöffner und ich würde sagen, er ist auch sehr zufrieden. Es wird immer von Tierquälerei gesprochen, wenn man Ja. über meine Katzen spricht, warum auch immer. Ich meine, man sieht ihn ja, ne? Sieht sehr, sehr verquält und zerstört aus und verstört und ja. Armes Ding. Ist schon echt arm Schrecklich. dran bei mir, ne? Bekommt so viel Essen. Ich Auf meine, jeden so Fall. wenig Essen, ne? Und das Essen, was er bekommt, ist auch nur Gras. Ne, Baba? Rasenmäher? Ich fühle mich so, als wäre eine Ziege. Ziegencosplay! Ja. Ziegencosplay. Natürlich nicht, ne? Das Futter ist ziemlich gut. Und Wer seitdem kann, ich der das kann. mache, geht es ihnen auch viel, viel besser. Das sage ich ja auch immer wieder. Ja. Und jeder, der Ja, was anderes behauptet, kann ja was sagen. Ja? ich hatte ja vier Katzen. Meine eine Katze ist an Ohrenkrebs gestorben vor 2 Jahren. Und meine andere Katze ist jetzt am 10. Mai gestorben, also vor einer Woche, sage ich jetzt mal. Na. Und die waren. Und also, jetzt habe ich noch zwei, so gesagt, also das sind Babys von den beiden gewesen.
Und die sind jetzt auch beide, also die waren alle vegan. Tut mir sehr leid. Das ist ja noch gar nicht so lange Ja, ist gut. her. Ich hoffe, sie sind alt geworden. Mein Kater war 12 Das ist und schon sehr alt. eine Katze war 9, glaube ich. 9? Oh. Die deine Ja, man Eltern muss pflanzlich dazu sagen. ernährt? Die Katzen? Ja, die letzte Katze, die verstorben ist, hat die, war die rein pflanzlich? War die plant-based? Also, ja, sie war rein pflanzlich. Hm, schade. Aber sie spielen ja auch noch viele andere Faktoren eine Rolle, weswegen eine Katze relativ zeitig stirbt. Ja. Aber Ja, man muss halt auch sagen. zum Beispiel wegen Alter. Ja, zum einen wegen Alter. Man muss halt auch sagen, 12 Jahre ist jetzt nicht gerade jung. Ja, Für doch. Menschen vielleicht schon, aber für 12 Jahre für eine. Katzen. Doch, doch, doch. 12 Jahre für eine Katze ist jung. Normalerweise wären die Katzen 15 bis fast 20. Also da ist 12 Jahre echt jung. Wobei es auch immer darauf ankommt, welche Rasse es ist, glaube ich auch. Ne? Also ich glaube, so Maine Coon Katzen gibt einige, die werden über 20 sogar. Ja, ich glaube, die älteste war knapp 30 oder Oh. 28. Ja, wie Sabrina Weil sagt, mein ne? Viele Kater. Ich Faktoren spielen weiß. ein. Ja. Bei deinem Weil Kater? mein Kater, mein Kater, der hatte halt irgendwas mit seinem Magen und deswegen hat er nichts mehr gegessen und daran ist er halt gestorben. Das könnten aber auch Erbkrankheiten sein und die sich halt viel, viel später entwickeln. Ja. Deswegen kann man da manchmal nicht reingucken. Es kommt nicht immer rein auf die Ernährung drauf an. Natürlich bewirkt die pflanzliche Ernährung eine viel bessere Verdauung mitunter. Das Du natürlich Kitty? dann auch Ja. wieder. Passt auf Bobby auf. Immer. Der passt auf Ja. mich auf, Tiger. Der ist der Star hier. Ja, der ist der Star auf Twitch. Der ist Ja. da. Oder eher auf der Stage. Eher auf der Stage, würde ich Ja, sagen. beides, ne? Ist auf jeden Fall ein Ja. ordentlicher Hingucker immer. Allgemein. Ich sehe Kira in den Schnitten der Videos, sehe ich Kira auch immer im Hintergrund herumlaufen. Oder ab einer bestimmten Uhrzeit kommt sie auch wieder auf den Tisch und dann knuddelt sie wieder mit dem Ständer, aka Mikrofon. Und fusselt mir wieder hier alles voll. Kleiner Ja. Pelzrubbel. Aber ich habe jetzt was gemacht, ich habe letztens auf TikTok gesehen. Und zwar ist da jemand, der hat eine Maine Coon, ist das, glaube ich, eine Langhaarkatze. Und der hat die gebürstet und der benutzt die Härchen und tut die in so eine Vogelfuttersäule. Das ist mit so einem Metallgitterchen. Und die Vögel können dann sich da draufsetzen, da dran setzen und können dann quasi die Härchen abmachen und können daraus dann ihr Nest besser Ihr bauen. Nest Und das bauen. habe ich auch jetzt geholt. Es kam heute an, 1,99, so eine kleine Kugel ist das. Also spiralenförmig aus Metall. Und da habe ich vorgestern, ja, Quälerei betrieben mit meinen Katzen. Ich habe sie nämlich gebürstet. Kira mag das immer. Die liebt das total, die kommt auch freiwillig zum Bürsten. Bobby Junior ist eher so. Mama, lass mich in Na. Ruhe, fass mich nicht an, was bist du denn für eine? Aber das ganze Bett ist halt voller Haare. Und dadurch, dass sie es langsam wärmer haben und das Fell sich jetzt wechselt und er so ein gesundes, sauberes und volles Fell bekommt durch die pflanzliche Ernährung, kommt ihm das zugute. So, ne? Außerdem ist es auch wichtig, auch das ganze untere Fell mal da ein bisschen rauszukämmen, ein bisschen Fellpflege. Und im Nachhinein freut er sich trotzdem darüber. Und das benutze ich jetzt da auch, du hast also dieses Spindelei. Und dann habe ich es von aufgehangen, denn das Zimmer, was da im Hintergrund ist, das da, das ist meine Küche. Und da habe ich eine Teleskopstange von Fensterrahmen zum Fensterrahmen gepackt und da sind so Vogeltränken drauf. Einmal mit Wasser gefüllt und einmal mit Vogelfutter gefüllt. Dann ist da noch so ein kleines Häuschen und nebendran habe ich dann dieses kleine Ei aufgehangen. Oh. Ja. Ist das Vogelfutter wenigstens vegan? Das, was ich jetzt noch hatte, ist eigentlich nicht vegan. Das sind Restebestände. Da sind Mehlwürmer drin gewesen. Aber das ist jetzt so gut wie leer. Das waren über 10 Kilogramm. Und dementsprechend, ja. Und das, was ich jetzt so bekomme, das ist vegan, weil da nämlich keine Mehlwürmer drin sind.
Und sonst auch keine tierischen Bestandteile. Es ist halt ein ganz reiner Nussmix quasi. Und ist auch von einem Bauern, heißt also, der wird ja auch nochmal ein bisschen supported. Und ja. Mal gucken. Richtig cool. Der gleiche Bauer auf Amazon bestellt. Und sind, glaube ich, auch wieder. Ich glaube, es sind 20 Kilogramm, die ich mir bestellt habe. Ja. Ist das der auch, wo du diese Apfeldinger bestellt hast? Nee, leider nicht. Der Bauer ist das nicht. Ich habe Nee, mir die nicht? jetzt, ich hab mir die jetzt fünfmal bestellt und habe die schon fast alle aufgegessen. Pass auf, dass du nicht zu viele davon isst. Nicht, dass du welche Magenprobleme bekommst. Ne? Das ist ja ein bisschen Ja, praktisch. vorsichtig. Ja. Ich habe mir eigentlich auch heute welche Aber die schmecken. bestellt. Aber mein, der, also ich bestelle mein Essen ja über Picknick. Das ist eine App, die ist bei uns in Nordrhein-Westfalen ziemlich gut und ziemlich beliebt. Das ist so ein kleines Elektroauto und es fährt dann durch die Nachbarschaft und versorgt dann die Leute von Edeka in Kooperation zusammen mit Mediamarkt. Nicht im Mediamarkt, ich sage immer Mediamarkt, Marktkauf. Und die kooperieren auch mit den umliegenden Bauern. Da hole ich mir dann auch meine Erdbeeren, meine Kirschen und meine Äpfel und meine Kartoffeln. Und auch eigentlich meine Chips. Und zwar meine Apfelringchips. Das sind die, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber ja, die sind heute in der Lieferung nicht mit dabei. Die sind Die leider sind nicht so lecker. verfügbar. Wahrscheinlich hast du die alle aufgegessen. Ja, Leer bestimmt. gekauft. Hat sie Klingel. einfach alle aufgekauft. Alle aufgekauft. Ich habe mir nur Ja, so fünf ist Stück das. bestellt. Ja, Sorry. das sind zwei Stück Ja, es zu waren viel. bestimmt die letzten auf Lager. Ja, Ja, aber danach ja. stand noch auf jeden Fall, dass sie noch auf Lager sind. Also. Das ist schön. Okay. Ja, gut. Wie sieht es bei dir aus mit Vitamin B12 und der Zahnpasta? Klappt da alles? Ja, da klappt alles. Also ich habe noch keine Probleme. Wunderschön. Das freut Ich hoffe, ich mich. kriege auch keine Probleme damit. Nee, wenn du dir fleißig und regelmäßig die Zähne putzt, solltest du keine Probleme bekommen. Nur. Macht man ja mal so zweimal am Tag Minimum. Manche mehr. Ein Freund von mir, der putzt dreimal am Tag Zähne. Ist auch Ja, legitim. manche machen das wirklich nach dem Mittagessen, um einfach das Gefühl zu bekommen von sauberen Zähnen. Bitte macht das immer eine halbe Stunde nach dem Essen, ansonsten greift ihr den Zahnschmelz an. Es gibt auch noch andere Tipps Ne? hier. Das nochmal. Die wichtigsten Tipps Ja, und wir Tricks. müssen ja alles raushauen, was so geht, damit die Leute sich bestmöglich informiert fühlen, damit die Leute bestmöglich das Gefühl bekommen, sie sind hier zu Hause. Ne? Hier gibt es Tipps on free. Und Man muss nichts ja, tun, man muss nur was soll zuhören. ich gerade sagen? Ja. Ja. Man muss nur zuhören. Alles kostenfrei. Yes. Ja. Alles kostenfrei, außer ihr finanziert unser Leben. Katsching. Aber wir kriegen ja heute nicht, wir kriegen ja nicht das Soundboard hier hoch, ne? Wir haben das Soundboard nicht hier oben. Ah, Ich habe gestern schade. Abend Sonst welche wäre jetzt so ein aufgenommen. Sonst wäre jetzt so ein Katsching gekommen. Bestimmt. Naja, Ja. dann wäre so ein aus dem Stream, das vom paar Streams später oder vorher, so ein, ja, dann finanziert mein Leben. Katsching. Ja, ich würde dann auch immer wieder runtergehen, weil Ja, es das ist in meldet sich Ordnung. schon einer die ganze Zeit. Wir nehmen die Gurke dran. Na dann, nehmen wir die Vielleicht Gurke dran. hören wir uns ja nachher nochmal. Ich hoffe. Bestimmt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Dankeschön, Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Immer wenn ich über die Zahnpasta nachdenke, dann muss ich mal an ihn denken. Ja. Ja, gut. Tja, du hast den Leuten einfach das richtige Zeug vermittelt. Ja, wir haben das zusammen ausgesucht. Wir haben zusammen nach Zahnpasta geguckt. Ja. Weil Siehst du? es gibt auch einige Zahnpasta, warum auch immer, aber das ist nicht für Kinder geeignet. Und oder halt eben für Teenager.